Was geht ab, liebe Freunde? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zu einer Folge Subnautica. Schön, dass wir mit dabei. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sind ja letztes Mal in dieser verlassenen Basis stehen geblieben. Ich habe euch ja ein bisschen was aus diesem PDA vorgelesen. Und ja, liebe Freunde, heute ist der 3.3. Heute ist der Release der Nintendo Switch. Ich habe sie mittlerweile auch schon, ja. Und da kommen natürlich berechtigte Fragen von euch auf. Jo, Hardy, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Machst du ein Zelda-Let's Play? Fick dich! So, ich muss in meinem ganz kurz raus hier aus diesem Scheißloch fahren. So, ich habe, falls ihr euch fragt, in der heutigen Folge vor. Ich habe nämlich wieder fleißig Kommentare gelesen. Und zwar soll es ein neues Gebiet geben. Und zwar vom Heck der Aurora aus. Was ich mir ehrlich gesagt gerne ruckel mal anschauen würde. Soll wohl auch sehr cool aussehen. Und gleichzeitig, während wir uns gleich auf den Weg in diese Richtung machen, werde ich ein wenig darüber reden, was für Gedanken ich mir zu einem Zelda-Let's Play gemacht habe. Denn berechtigterweise haben sich ja viele von euch, oder was heißt einige, zumindest die Kommentare, die ich gelesen habe, gesagt, aber freuen sich darauf, dass ich das mache, oder würde hätten gerne, dass ich das mache. Habe die Switch jetzt auch selber schon ausgepackt, habe Zelda auch schon mal angeschmissen, habe schon mal ein bisschen gespielt, ja, weil das lasse ich mir natürlich gar nicht nehmen. Und es ist tatsächlich so, selbst nur die erste halbe Stunde ist schon so geil, wie ich es mir gedacht habe, ja, mit diesem ganzen, mit dem Vogelgezwitscher und dem Grillenzirpen und mit dem, wenn Link durchs weiche Gras läuft. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer von euch selber schon eine Switch hat, wer schon Zelda am Zocken ist. Das werden wahrscheinlich einige von euch sein, die jetzt auch gerade diese Folge hier schauen. Und ja, ich werde jetzt allerdings erstmal zurück zu unserer Base fahren. Nochmal eben kurz unsere Seemotte, unsere Hardy2Go, gar nicht wahr, unsere, warte mal, was war das, Hardycore? Wie haben wir sie denn jetzt genannt? Hardycore, genau. Mal reparieren, nochmal kurz die Vorräte aufstocken und dann schauen wir uns das neue Gebiet nämlich mal an. Warte mal, ich habe auch noch was anderes in den Kommentaren gelesen. Moment. Wir müssen nämlich, da hat einer geschrieben, Hardy, wenn du dieses Riesenskelett hast, dieses Skelett schaut mit seinem Schädel auf eine Höhle. Das ist ja die hier, ne? Ich meine, da unten ist das Skelett. Und das zeigt genau in die Richtung, in die wir fahren sollen. Hat mir zumindest jemand reingeschrieben. Finde ich nicht verkehrt, den Tipp. Werde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Ja, doch, das macht Sinn. Wir fahren jetzt mal hier rein. Und dann sagt dir derjenige, biege mal an der ersten Abzweigung rechts ab. Dann findest du was Interessantes. Okay, das wird ja wohl da sein. Sie haben ja generell hier umgebaut, von daher bin ich sehr gespannt drauf, was wir da finden werden. Okay, alles klar, er hat nicht zu viel versprochen. Was ist denn das? Guck mal. Übertrieben, guckt euch das mal an. Hier mit diesen Lichtern und so. Okay, was ist das zum Teufel? Das ist nur ein Schädel, ne? Ist das vielleicht die ausgewachsene Version von diesem kleinen Minivieh, was wir da in der anderen Station gefunden haben? Könnte das sein, Leute? Es hat auf jeden Fall einen ähnlichen Körperbau. Das sieht ja richtig abgefahren aus. Das sieht aus wie so ein... Guck mal, hier können wir auch noch rein. Jo, was brauchen wir dafür? Wahrscheinlich Lila, ne? Aber wir haben kein Lila mehr, aber wir haben welche mehr. Gelb! Haben wir Gelb in unserer Base? Ich glaube ja. Ich glaube ja, liebe Freunde. Ich würde sagen, bevor wir uns dieses komische Gebiet da reinziehen, gucken wir uns auf jeden Fall hier noch um. Was ist das denn für ein Teil, Alter? Es scheint auf jeden Fall das komplette Vieh zu sein. Oh Mann, ey, ich wüsste gerne, wie das lebend ausgesehen hätte. Auf jeden Fall ein Fleischfresser, ein Räuber, wenn ich mir so die Zähne anschaue. Gruselig. So, schauen wir mal, ob wir ein gelbes Fragment... Das ist orange, ne?
Das ist orange, wir brauchen aber gelb. Wir haben kein gelbes Fragment. Nein! Freunde, wo finden wir denn ein gelbes Fragment? Das war doch gelb, oder? Oder braucht, oder ist, oder habe ich mich jetzt einfach nur vertan und das ist orange? Freunde, das werden wir jetzt mal ganz kurz ausprobieren. Das werden wir jetzt mal ganz kurz ausprobieren, weil ich möchte wirklich gerne wissen, was da drin ist. Wenn orange nicht passt, okay, dann haben wir Pech gehabt, aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall sehen, was da drin ist. Vielleicht noch ein paar geile Informationen über das, was hier passiert ist. Übrigens gleichzeitig auch erstmal fetten Dank an euer Feedback in der letzten Folge, dass euch das ganz gut gefällt, so wie ich die Kamera jetzt stehen habe. Ich glaube, ich werde es auch auf Dauer so lassen, denn mit dem Fenster im Hintergrund und mit dem Wohnzimmer und so und gleichzeitig ist das von vorne auch ganz gut ausgeleuchtet. Das gefällt mir auch ganz gut besser tatsächlich als in meiner alten Wohnung. Auch, dass es so ein bisschen frontal mehr ist, dann kann ich besser mit euch reden. Ja? Finde ich auf jeden Fall auch definitiv geiler als vorher. Nur ich werde die Kamera noch mal ein bisschen besser platzieren, ja, weil die steht jetzt voll auf so einem Deckel drauf. Also nicht, dass sie mir nachher einen Abgang macht. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, da muss ein gelbes rein, ne? Oder? Das ist orange. Das ist orange? Oh, gut, dass ich das ausprobiert habe. Ich dachte tatsächlich, dass das nur gelb ist. Sehr nice, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, wir fahren mit der Seemotte rein, falls wir nämlich ersaufen sollten. Oh! Das ist ein Mini-Dingens hier. Das werden wir jetzt mal direkt scannen hier. Alien Bones Psimon Case. Was sagt es uns denn? Wollen wir mal reinschauen. Gibt es dazu einen deutschen Dings? These fossils likely came from an ancient ancestor of the living dinosaur on the planet today. Okay. Das sind also Fossilien von doch wahrscheinlich Tausenden oder vielleicht sogar Millionen von Jahre alten Viechern. Ja, die Vorfahren von den Leviathanen, die jetzt durch die Gegend schwimmen, die wir schon gesehen haben. Moment, wollen wir mal ganz kurz gucken. These local flora being held in stasis. These aliens evidently is... Okay. Was ist das hier? Alien Research Equipment, Alter, was man alles scannen kann. Was ich jedenfalls ganz fesch finde, ist, dass wir hier noch weitere Ionenkristalle finden, womit wir weiterhin auch entweder Fragmente, also diese Relikte bauen können, oder aber diese Batterien, was ich auch sehr cool finde. Allerdings, das hier ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich was, ne? Ich würde sagen, wir scannen uns jetzt erstmal selber, ja? Weil das, da habt ihr mir nämlich... Performing self-scan. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Okay, wir haben uns also mit dem Besuch in diesem Ding selber mit dem Kram infiziert. Das sieht aber an meine Hände. Caution. Dehydration detected. Sehen die. Wie sehen meine Hände jetzt immer... Meine Hände sehen jetzt immer so aus. Wir sind krank! Wie krass, wir haben jetzt grün leuchtende Hände. Das geht ja gar nicht. Alles klar, okay. Jetzt möchte ich kurz wissen, was das ist. Okay, ich lese mal ganz kurz durch. Okay, crazy. Also es scheint wohl so zu sein, dass sich die Fauna hier, also die Lebewesen, die diesen Planeten bewohnen, fortpflanzen konnten, indem sie einfach Eier gelegt haben. Also sowohl Eier gelegt haben, aber es musste ein zweites Exemplar seinen Samen darauf ballern, damit die sich weiterentwickeln konnten. Das konnte aber nicht das gleiche Viech machen. Trotzdem konnte das eine Vieh ein Ei legen und das andere Ei von einem anderen befruchten. Crazy. Also gibt es auf diesem Planeten sowas wie Männchen und Weibchen nicht? Also eher so Zwitterformen. Wäre auf jeden Fall crazy, würde ich sagen. Ey, ich komme da immer noch nicht drauf klar, dass unsere armen Hände jetzt so grün leuchten und voll... Guck mal, hier auch hier beim Lenken, Alter. Übel. Unsere arme Spielfigur, was ist denn da los? Hoffentlich verrecken wir nicht. Oder verbrauchen jetzt mehr, Nahrung. Scheiße, Mann, wir müssen auf jeden Fall eine Lösung da... Da spackt unsere Nasilus rum, Alter. Oh, Mann. Ja, okay. Ich möchte jetzt aber erst wissen, wie dieses andere Biotop da aussieht. Biom, meine ich natürlich.
tatsächlich. So, ich würde sagen, dann lass uns doch auf jeden Fall mal jetzt auf das Thema zurückkommen, was ich am Anfang der Folge angesprochen habe. Und zwar, was ist mit dem Zelda-Let's Play? Den einen oder anderen wird es wahrscheinlich gar nicht jucken, weil er sich für Zelda überhaupt nicht interessiert. Aber, nachdem ich das jetzt schon selber angefangen habe und selber mitbekommen habe, dass man in diesem Spiel teilweise 70 plus Stunden verbringen kann, einfach weil es so gigantisch groß ist und Open World. Generell finde ich Open World ja immer ganz dankbar zum Zocken. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit einem Let's Play diesem Spiel gerecht werden kann. Werde ich euch ganz kurz erklären. Moment, ich will mal ganz kurz schauen, wo wir sind. Und zwar hier. Okay, heißt also, die liegt im Nordosten. Heißt also, wir müssen nach Südwesten. Wir müssen einfach nur in die Richtung fahren, dann kommen wir automatisch in dieses Biom. Okay, gucken wir mal. Also, warum denke ich gerade so darüber nach, anstatt zu sagen so, jetzt auf jeden Fall starten wir ein Let's Play, Alter, keine Minute verschwenden. Weil ich glaube, dass das ein Let's Play werden könnte, was irgendwie über 100 oder 200 Folgen haben könnte. Und da weiß ich nicht ganz genau, das sage ich euch ganz ehrlich, Real Talk hier an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe. Weil auf der einen Seite, ich sage sowas wie Subnautica, hier finde ich mega dankbar. Wenn neuer Content kommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass das hier irgendwie, keine Ahnung, über 70, 80 Folgen werden. Aber bei Zelda weiß ich nicht, ob das irgendwie, das fühlt sich für mich aktuell noch nicht richtig an, weil ich glaube, dass ich spätestens nach 40, 50 Folgen irgendwann mich dazu selber zwingen muss, aufzunehmen. Also dieses Let's Play wirklich zu machen. Und ich habe auch schon bei Twitter gelesen, es gab auch den einen oder anderen, der schon sagt so, oh ja, spiel mal bitte was anderes als Subnautica, es wird langweilig irgendwie so auf Dauer und wir sind jetzt erst bei Folge 31. Und Leute, Zelda hätte noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Wie tief ist das hier eigentlich, wenn ich mal ganz kurz fragen darf? Hier ist irgendwie nichts außer schwarz. Wir fahren hier gerade. Ist hier eigentlich überhaupt noch was? Hier ist 900 Meter Tiefe, hier ist nichts mehr. Okay, alles klar. Guck mal hier. Hier geht so ein Tiefseegraben runter. Wie abgefahren. Ich glaube, wir haben den Rand. Das ist der Rand der Karte hier. Okay, krass. Den haben wir auch noch nicht entdeckt. Also, wie ich schon sagte, dass ich nicht weiß, ob ich da wirklich Lust drauf habe, da so ein langes Let's Play draus zu machen, was sicherlich der ein oder andere verstehen kann. Wahrscheinlich wird auch der ein oder andere sagen, ja, nee, Halle, lass mal stecken, spiel über was anderes, ich zock Zelda sowieso selber. Ich würde dir eh nur so 20 Folgen zugucken, dann will ich mich nicht spoilern lassen. Von daher, was ich mir aber vorstellen könnte, wäre, da der ein oder andere kennt ja jetzt Amar von meinem Hauptkanal, mit dem ich zusammen gekocht habe. Und der wird mir Twitch einrichten jetzt demnächst. Jetzt hier in der neuen Wohnung habe ich auch eine krassere Leitung als die, die ich vorher hatte. Und von daher könnte ich mir viel lieber vorstellen, dass man zusammen einfach mal sich Schild und Schwert auf den Rücken schnallt und einfach mal random Hyrule erkunden wird im Stream. Einfach mal so 2-3 Stündchen streamen und dabei Zelda zocken, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Allerdings muss er mir dabei dann wirklich helfen. Weil ich noch nicht genau weiß, wie ich die Switch da so mit dem PC verbinde, dass das auch alles ruckelfrei dann läuft. Von daher, ich werde da jetzt nochmal eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht mache ich dann wirklich ein Let's Play daraus, vielleicht sage ich aber auch, nee, sorry Leute, das streamen wir einfach nur. Ihr seid aber herzlich eingeladen, da ihr ja zusammen auch diesen Kanal mit groß gemacht habt, dass ihr mir gerne in die Kommentare schreibt, was ihr gerne an Let's Plays wirklich mal sehen wollt. Mass Effect zum Beispiel kann ich mir sehr gut als Let's Play vorstellen. Hätte ich auch mega Bock drauf. Ich weiß, das ist auch Open World, ist aber doch sehr viel linearer als Zelda, sag ich jetzt fast mal. Zumindest von dem, was ich gehört habe. Ich hätte auch Bock auf Horizon Zero Dawn, weil ich das selber gerne noch zocken möchte. Ich weiß, der andere würde sagen, oh, ich gucke das gerade schon bei Gronkh. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch als Let's Play gerne vorstellen könntet. Auch vielleicht Spiele, die ich selber gar nicht kenne oder noch nie davon gehört habt. Dafür seid ihr ja nun mal aktive Zuschauer dieses Kanals. Also wie gesagt, seid mir insofern nicht böse. Vielleicht kann der ein oder andere mir sicherlich auch diesen Standpunkt nachvollziehen. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn man dieses Spiel spielt. Auf der Couch mit der Switch in der Hand, das Vogelzwitschern hört, selber die Welt erkundet und dabei einfach mal das Maul halten kann. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht, dass ich da keinen Bock drauf hätte, aber ich glaube, es ist für mich auch generell noch mal ein bisschen was anderes als ein Ocarina of Time oder ein Wind Waker, was ihr ja total abgefeiert habt, was ich total nice finde. Aber diese Spiele sind ja nun mal höchst linear und da weiß ich einfach, da bin ich nach maximal 10 Spielstunden nicht durch das Game durch, vielleicht 12 und dann ist das Let's Play beendet und wir hatten alle mega Spaß zusammen.
Aber Leute, 150 Folgen Let's Play Breath of the Wild, ich weiß nicht. Also, das ist für mich dann irgendwo wieder zu krass. So, und wo ist jetzt dieses komische Biom gewesen? Weil hier ist jetzt schon die Aurora. Und ich habe irgendwie dieses neue Biom nicht gefunden. Dafür haben wir den Rest der Welt erkundet. Also da, wo die Karte vorbei ist. Eigentlich müsste man sich da mal mit dem Prawn runterfallen lassen. Also wenn man das Let's Play beendet, einfach mal Prawn runterfallen lassen und gut ist. Vielleicht ist es das hier auch. Oh ja, das könnte es sein. Da hat irgendjemand gesagt, das sieht voll cool aus. Also das sind so komische Felsformationen. Das könnte es sein hier, ne? Wenn es das ist, sieht es auf jeden Fall sehr fesch aus. Mit diesen Felsen. Falls es wirklich das Neue ist. Weil einer meinte auch, das sind ganz viele Knochenhaie. Ja, das ist das. Guckt es euch an. Ja, das muss das sein. Also zumindest kenne ich das. Wisst ihr, der schwimmt mir jetzt schon seit einem halben Kilometer hinterher. Der soll sich verpissen. Die Frage ist, ob es in diesem Rocky-Biom auch irgendwas Cooles zu entdecken gibt. Frage ich mich jetzt gerade. Also so als Exkursion ist das natürlich ganz geil. Aber wirklich hier Wracks oder sowas? Oder irgendwie coole Pflanzen? Ich habe gesagt, ich würde ja gerne mal ein paar Pflanzen sammeln. Ist hier jetzt nicht viel. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. So ein bisschen hat schon was von moderner Kunst irgendwie. Mit diesen Felsformationen. Hier kann man noch weiter runtertauchen. Aber ansonsten ist jetzt hier nicht so viel geiler Scheiß, ne? Guck mal, hier ist relativ viel flaches Land. Sieht jetzt eher uninteressant aus, fast schon. Oh, guck mal, hier geht eine Erdspalte rein. Das könnte auch wieder der Rand der Welt sein. Jo, alles klar. Hier ist wieder der Rand der Welt. Wie geil. Ich feiere das. Ich finde es auch vor allen Dingen mega gruselig, dass da... Ich glaube, viele von euch haben ja gesagt, das ist ohne Boden. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, da wir gerade mal lächerliche 1900 Meter von unserer Base entfernt sind, dass hier irgendwann auch neue Biome dazu gepatcht werden. Weil bietet sich ja an. Also liebe Freunde, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Gedanken, gerade was Zelda betrifft, in die Kommentare oder Ideen für ein neues Let's Play. Ich würde nämlich gerne jetzt bald auch mal was Neues anfangen oder einführen hier auf dem Channel. Und ansonsten würde ich sagen, ja, macht euch noch einen schönen Abend. Ballert auf jeden Fall die Kommentare voll. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.